Paul, es schneit, wie ich gerade sehe bei dir. Das heißt, es wird kälter auch in Kiew. Ja, es schneit, es wird kalt, Minustemperaturen natürlich hier, muss man sagen. Und am Ende ist die Situation zumindest heute früh relativ ruhig, Thomas. Gestern Abend hat es Einschläge gegeben. Es gibt unbestätigte Berichte, wonach es eine wonach zwei russische Kampfjets abgeschossen worden sein sollen, aber es ist bislang noch nicht bestätigt. Paul, wir haben gerade die Bilder gesehen von dieser Explosion, von diesem Feuerball gestern Abend über Kiew. Könnte das ein Abschuss eines russischen Kampfjets gewesen sein? Ja, das ist absolut möglich, dass es genau das gewesen sein könnte, aber das müssen wir gerade noch überprüfen zur Stunde. Wir haben hier auch vor ungefähr 20 Minuten wieder Explosionen gehört in der Nähe der Stadt. Es ist aber ansonsten von der Situation her ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Also es gibt Kämpfe um die Vororte, um Irpin. Darüber haben wir gestern berichtet, auch Butscha. Und es gibt Berichte über den Tod eines russischen Generals nach Kharkiv gestern Abend. Das sind die entscheidenden Nachrichten von heute. Paul, bleib bitte bei uns. Wir möchten einmal schauen auf eine Twitter-Botschaft von Ukraines Präsident Selenskyj aus der Nacht. Er hat sich auf Twitter geäußert und ich lese das mal vor. Ich bleibe in Kiew in meinem Büro. Ich verstecke mich nicht. Ich bleibe in meinem Büro und ich habe vor niemandem Angst. Und auch in einer Videobotschaft hat er sich zu den anhaltenden Kämpfen geäußert. Heute ist der 12. Abend unseres Kampfes, sagt er, unserer Verteidigung. Wir sind alle vor Ort, alle arbeiten, jeder wo er muss. Ich bin in Kiew, mein Team mit mir. Wir sind Realisten, deshalb ist man auch bereit, mit Russland zu verhandeln, sagt er. Deshalb werden wir reden, wir werden auf Verhandlungen bestehen, bis wir einen Weg finden, unseren Menschen zu sagen, so kommen wir zum Frieden. Jeder Tag des Kampfes schaffe bessere Bedingungen für die Ukraine, eine starke Position, um unsere Zukunft zu sichern nach diesem Krieg. Das also die kämpferischen Worte des ukrainischen Präsidenten, Paul. Jeder Tag des Kampfes schaffe bessere Bedingungen. Kannst du das auch so sehen? Das ist die Frage, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Zunächst einmal muss man sagen, dass jeder Tag Krieg hier neue Opfer bedeutet. Und wenn ich dort die zivilen Opfer sehe, dann muss man sagen, dass jeder Tag dieses Krieges einfach absoluter Horror ist und die Menschen nichts anderes wollen, als dass dieser Krieg endet. Aus ukrainischer Sicht oder aus militärischer Sicht allerdings ist es so, dass Russland eben mit einem schnellen Sieg gerechnet hatte und jetzt ist bereits Tag 13. Allerdings gehen die Berichte und die Analysen, wie gut, wie schlecht die russische Armee tatsächlich ist, sehr weit auseinander. Zum einen werden in ukrainischen sozialen Medien immer wieder gezeigt, wie angeblich sehr viel russisches Gerät jetzt in die Hände der Ukrainer fällt. Aber man muss sich auch immer wieder vergewissern, verdeutlichen, dass es natürlich ein Krieg der Bilder auch ist und natürlich auf beiden Seiten in dem Fall tatsächlich ein positiveres Bild gezeichnet werden könnte, als der Realität entspricht. Und für uns Beobachter und Journalisten, die hier zwar vor Ort sind in Kiew, aber natürlich nicht den gesamten Überblick haben über die Kampfhandlungen im gesamten Land, ist es fast unmöglich zu bewerten, was davon jetzt tatsächlich stimmt und was falsch ist. Wir gehen davon aus, dass Russland weitere Soldaten, weiter schweres Kriegsgerät hier ins Land bringt, dass also die Invasion weitergehen wird, egal wie groß die Opferzahlen sind. Paul, du hast gestern berichtet, dass sich noch sehr, sehr viele Menschen in Kiew auch befinden. Und man mag das gar nicht meinen, wenn man ja hinter dir sieht man nie Menschen auf der Straße natürlich. Die verharren alle in ihren Wohnungen. Und ich habe da auch wirklich lange drüber nachgedacht, was machen die Menschen jetzt die ganze Zeit? Du hast uns auch Bilder von Supermärkten geliefert, die einfach leer sind. Es kommt auch nichts mehr nach. Wie versorgen sich diese Menschen, die jetzt immer noch in Kiew ausharren? Die Menschen sind vor allem in den Bunkern, sie sind vor allem sozusagen in ihren Wohnungen, versuchen sozusagen den Bomben zu entfliehen. Viele aus den Vororten sind Richtung Kiew gegangen. Immer noch gibt es Bilder von einem Hauptbahnhof, der wahnsinnig überfüllt ist, wo Menschen versuchen in Sonderzügen Richtung Lemberg zu kommen.
Also es ist eine Fluchtbewegung, aber bislang ist sozusagen nur ein kleiner Teil der Menschen tatsächlich aus Kiew geflohen. Wenn hier die Stadt angegriffen werden sollte, dann sehe das noch einmal möglicherweise ganz anders aus und wir würden noch viel dramatischere Szenen sehen. Paul Ronsheimer in Kiew. Vielen Dank für den Moment.